Shalom noch einmal. Nicht wundern, wenn ich die Sonnenbrille trage. Ich schaue schon wieder stundenlang in den Bildschirm rein und ich möchte nicht erneut mit rot entzündeten Augen vom Film ins Licht gucken, nachher zu Hause sitzen. Deswegen behalte ich die Sonnenbrille an. Und ich habe mir hier auf einen Zettel, wenn ich heute was überwiesen habe, die Stromrechnung, habe ich ein paar Notizen gemacht. Und da wird es nun, ich hoffe, man hört es gut mit diesem Mikrofon, da wird es nun noch einmal um mehrere Punkte gehen, die mir wichtig sind in dem Zusammenhang, den wir hier die ganze Zeit bearbeiten. Also zum einen nochmal zum Wort Midbar oder Mietbar, je nachdem, wie man es schreibt, man kann es ja unterschiedlich schreiben. Wenn man es nach Fleisch hin auflöst und sagt, das Ergebnis, das man hat, wenn man sehr viel tötet, also umbringt, um etwas davon zu essen. Das ist eine Verwüstung. Wie erklärt sich das in Afrika? Also dazu habe ich eine ganz bestimmte These. Ich glaube nämlich, dass die Verwüstung mit Beginn damals der Kolonialisierung, das heißt mit dem Einfall auch der Grillstände und des dekadentesten aller dekadenten Fleischkonsumweisen, der dekadentesten aller dekadenten Fleischkonsumweisen, dass also mit der Kolonialisierung die Verwüstung extrem stark zugenommen und der Regen entsprechend stark abgenommen hat. Von wegen Mehrtbar. Ja? Das erinnert mich noch an das hebräische Wort Mehrt, wo mir so geflüstert wurde, ich aber noch nicht sicher bin, ob das auch stimmt, dass Mehrt eben nicht nur im Unterschied zu Mehrt weniger heißt, also Mehrt weniger, sondern halt auch schlecht. Wenn man sagt, wie geht's dir? Und als Antwort, Mehrt. Auch heißen schon weniger, nicht zu gut. Und außerdem, wenn man Metall zum Beispiel etwas anders schreibt, dann kann es auch leicht nach Mehrtal, Meatal klingen. Und in dem Zusammenhang, weil ich vorhin ja sagte, ich möchte nie wieder irgendwelche tierischen Metalle im Körper haben, würde ich vielleicht noch dazu sagen, dass ich nie wieder die Metalle eines toten Tieres im Körper haben will. Das ist nämlich ein Unterschied. Auch in der Milch einer Kuh beispielsweise ist ja Metall drin, aber das ist was anderes als das Metall, das sich in einem toten Körper befindet. Da können die mir erzählen, was sie wollen. Das ist einfach ein Unterschied. Und die Lösung des Weiteren, wenn man abgesehen vom Wasserproblem noch das Energieproblem anschaut, wäre eine Betonung der Nanosolartechnik, also Kombination von Nanotechnik und Solartechnik. Daran arbeite ich mit einer Forschergruppe in China. Ich habe sie bereits erwähnt, die Nanoschachtel, mit der man die ganze Welt, also praktisch die ganze Erde, mit Energie versorgen könnte, indem man einfach praktisch Solarzellen auf Nanoebene baut und dann mit einem trichterartigen Verstärker da mehr Energie rausholt. Doch, das ist vorstellbar, man muss sich nur lange genug mit Nanophysik und Quantenphysik beschäftigen. Dann ist das auch vorstellbar, dazu muss man halt was lernen. Das, oder sich erklären lassen und nicht einfach alles, was sich damit auskennt, wie damals schon Einstein und andere irgendwie in die Psychiatrie stecken und für geistesgestört erklären wollen, bloß weil man zu dumm ist, um zu verstehen oder zu faul, um zu lernen oder beides. So, also die Nanosolarzelle kann man sich vorstellen, ist winzig klein, im Vergleich dazu sind die Riesensolarzellen auf den Dächern halt wie Duplo-Steine im Vergleich zu winzig kleinen Elektronikbausteinchen. Und da kann man sich praktisch, wenn man jetzt an Beduinenzelt denkt, kann man einfach eine Nanozeltplane machen. Man kann auch ein Nanosolarautoblech bauen. Das genügt dann schon zur Versorgung des Wagens. Kann man Öl sparen. Auch die Leute, denen das Öl gehört gewissermaßen, können das in der Erde lassen. Dann gibt es nicht mehr so viele Erdbeben und es wird auch nicht so schnell heißer, ganz einfach. Öl puffert Wärme. Deswegen habe ich ja auch hier einen Fettklumpen um diese ganzen Metalle außenrum. Das sorgt einfach dafür, dass mir das da nicht den Nerv komplett wegschmort. Das ist nämlich eine sehr sensible Stelle, deswegen kann man das auch nur schlecht operieren, weshalb ich das nur israelischen Ärzten und Ärztinnen anvertrauen werde und auf gar keinen Fall dürfen das irgendwelche selbstmitleidigen Junkies sein, das sehe ich sofort. Also nie wieder irgendein selbstmitleidiger Arzt oder eine selbstmitleidige Ärztin an mir dran, das ertrage ich einfach nicht mehr. So. Also die, wie gesagt, Nanosolarzelle ist da und sie ist hochwirksam und
Bleche werden bald da sein, dann rüstet man die Autos zusätzlich noch mit einem Elektromotor aus, falls irgendwas schief geht mit dem Blech oder das Blech zerkratzt wird und dann was nicht mehr funktioniert, dann hätte man immer noch einen Elektroantrieb drin. Und zur allergrößten Not hat man ja dann immer noch die Ölreserve. Ja, aber die kann man ja praktisch als wie etwas Erspartes, was keine Inflation, keine Deflation und vor allem auch keine Erdbeben auslöst und keine weiteren Verwüstungen, kann man die da lassen, wo sie sind. So könnte man. Also das sind alles jetzt nur mal so Vorschläge von weit weg. Zum Thema Uri Geller als Meister und ich. Ich habe die Macht des Geistes als Hörspiel mir angehört, oder als Hörbuch mir angehört. Ich fand das sehr gut, das tat mir auch sehr gut, das zu hören. Fühlte ich mich schon nicht mehr so ganz allein mit alledem und begriff vor allem sehr viel mehr über entsprechende Teststrecken und darüber, dass es diese Teststrecken halt nun einmal wirklich gibt. Auch wenn die Leute, die sie durchführen, gerne hätten, dass das als schizophrene Paranoia diagnostiziert wird, damit man irgendwie da geheim weitermachen kann und damit man später nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn es Opfer gibt, also Tote, wie das schon oft passiert ist. Die meisten sind aber erstmal schwer verletzt, denn die arbeiten, wie gesagt, auch mit Kryptonit und mit was weiß ich was für Dingern, die einfach irgendwie an sich nicht den menschlichen Körper so überbevölkern sollten, wie die das mit ihren Pillen und ihren Spritzen aber ganz gegensätzlich andeuten. Und ja, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung und natürlich brechen da jetzt so und so viele Ärzte und Ärztinnen auch daran zusammen, denn sie können persönlich haftbar gemacht werden. Sie sind persönlich haftbar, sie haften persönlich für das, was sie da verschreiben. Auch wenn sie nicht wissen, was da drin ist. So, oder was sie da verabreichen. Jetzt, in Bezug auf Uri Geller möchte ich sagen, in dem Buch ist, ich weiß nicht, ob das an der Übersetzung liegt, da es ja eine deutsche Übersetzung war, noch von Übernatürlichem und Übersinnlichem die Rede. Da möchte ich dazu betonen, dass ich das nicht glaube. Also ich glaube weder an die Existenz von etwas Übernatürlichem, Gott in allem und Gott ist das alles. Ja, also das Göttliche ist für mich nichts Übernatürliches. Sonst könnte ich ja überhaupt nichts davon begreifen. Also so sehe ich das. Und ich glaube auch nicht an Übersinnliches, ich glaube nur daran, dass die menschlichen Sinne halt ihre Grenzen haben, ebenso wie die tierischen Sinne ihre Grenzen haben. Mich begleitet ja unter anderem eine Krähe ständig, also immer dieselbe, schon seit Jahren jetzt. Zum Glück und Gott sei Dank tut sie das, wir unterhalten uns auch bestens. Nein, das ist nicht schizophren, auch das können wir wieder vorführen. Bei Bedarf, da können wir auch nochmal auf jemanden zeigen in der Schweiz, nämlich auf immer noch Vincent Raven, der mir allerdings kein einziges Mal zurückgeschrieben hat, was ich immer noch nicht verstehe. Macht aber nichts, muss ich ja nicht verstehen. Der arbeitet auch mit Krähen bzw. Raben, also mit Schwarzvögeln. Und ja, wie gesagt, die Krähe hat ihre Sinne und ihre Vermögen und die Begrenzung dieser Sinne und dieses Vermögens. Ich habe meine Sinne und mein Vermögen und die Begrenzung dieser Sinne und dieses Vermögens. Und am schönsten ist es natürlich, wenn man mit sehr vielen verschiedenen Lebewesen zusammenlegt und dann gemeinsam wahrnimmt, weil was die Krähe sieht unter dem Boden, die kann unter den Boden gucken, da legen die teilweise Nahrungsvorräte an. Das habe ich mal beobachtet, die machen ein Loch in den Boden, tun da ihr Essen rein und machen das wieder zu und dann später schauen die von oben und sehen genau, wo sie das abgelegt haben. Also die können unter den Boden gucken, ganz eindeutig, ein ganzes Stück weit, Infrarot oder was das ist, keine Ahnung, vielleicht auch Wärmebild, wer weiß. Und wenn man halt, also jetzt nicht nur mit einer Krähe, sondern auch mit anderen Lebewesen, meinetwegen mit einem Kamel und was weiß ich, mit einem Hund, Sinnesfähigkeiten teilt, dann kann man entsprechend mehr bewirken. So. Also insofern, weder übersinnlich noch übernatürlich. Früher hatte man, wenn wir die entsprechenden Überlieferungen vielleicht auch mal finden sollten, außerhalb irgendwelcher Geheimbibliotheken, mit diesen Lichtkugeln wenig Probleme. Und das war normal. Und die Fertilisierung der Wüste, die funktioniert so. Das soll ich erzählen, damit die Leute nicht alle vor Angst irgendwie sich da ins Hemd machen oder so. Also mit Verlaub, das kann ich mir schon vorstellen, am Anfang hat man da vielleicht Angst. Das funktioniert so, das wird beregnet in der Regenzeit. Es gibt dann wieder eine richtige Regenzeit. Da regnet es also dann ein halbes Jahr, mehr oder weniger am Stück, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dann gehen alle zwei Tage, glaube ich, die Lichtkugeln drüber. Also sie fliegen einfach nur drüber über diese beregneten Stellen und das ist eine Fertilisierung. Da kommen dann Mineralien und was da alles noch rein muss, damit das wieder fruchtbares Ackerbodenland werden kann, also richtig fruchtbares Land werden kann, der Sandboden. Das wird dann fertilisiert. Also wie genau diese Lichtkugeln das machen, die kommen von der Sonne, das muss man die Sonne fragen, wenn man die was fragen kann. Ja? Also können Sie ja selber mal versuchen. Die Sonne ist selbstverständlich vom Göttlichen, ebenso wie Mond und Sterne und alle anderen Dinge, die es gibt. Also da sehe ich auch wieder nichts, keinen Grund zur Besorgnis erst einmal.
Außerdem wird man sehen, wie manche Sterne, sehr, also das können ja die Astronomen und Astronominnen dort beobachten, mit ihren bloßen Augen, wie manche Sterne sehr nah scheinen und so Dinge absprühen. Das sieht aus wie kleine Sprühsterne. Da werden dann kleine Teile, die wichtig sind, damit das fruchtbar werden kann, richtig, werden dann da abgeworfen. Das hatten wir hier über den Feldern auch. Nicht in der Menge, weil die Felder ja bereits fruchtbar sind, beziehungsweise waren. So, also. Gut, das war jetzt schon ziemlich viel. Ihr könnt euch das ja, wenn es so interessant ist für euch, häufiger anhören. Brauche ich das nicht alles jetzt nochmal viel langsamer zu sagen. Dann ein kurzer Kommentar zum Thema, bei der bräuchte ich ja Viagra. Dann sage ich, nee, das brauchst du nicht, genau deswegen bin ich so zu dir, lass das ruhig weg. So viel dazu, also muss Israel finden und nicht 100.000 andere. Und jetzt noch ganz wichtig, was dieses komische Selbstmitleid andauernd angeht, was mich so nervt, wo ich irgendwie sage, also mit selbstmitleidigen Ärzten und Ärztinnen kann ich überhaupt nicht mehr umgehen, ich tue denen nichts, ich will nur meine Termine und mit Kritik müssen sie halt rechnen. Auch damit, dass ich von außen da reinschaue und nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe oder betriebsblind bin, wie das heißt. Ich meine, man muss dran arbeiten, Kritik ist dazu da, um Dinge zu verbessern und dann entschuldigt man sich halt, wenn man einen Fehler gemacht hat und fertig und macht dann nicht irgendwie 6 Monate, 7 Monate lang ein Riesendrama dann draus, finde ich jedenfalls. In dem Zusammenhang fiel mir noch der kategorische Imperativ von Kant ein. Ich bin auch eine Kant-Schülerin. Immanuel Kant formulierte den ungefähr so, da gibt es mehrere Varianten. Handle so, dass die Maxime deines Willens, also das, was du willst, jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Also das, was du tust, sollte eigentlich vom Handeln her eine verbindliche Vorgabe auch für alle anderen sein können. Da geht es um die Vorbildfunktion. Und ich habe das erweitert um einen sozialen Imperativ. Also wenn ich es kompliziert formuliere, dann nenne ich das Imperativ der Reziprozität. Das klingt jetzt so ein bisschen nach, kein Mensch, ne, versteht, was ich meine. Also Vorgabe der Wechselseitigkeit. Und das besteht aus 2 Teilen. Und das erste ist, frage dich bei jedem Vorwurf, den du anderen machen willst, ob dieser Vorwurf nicht auch auf dich selbst zutreffen könnte. Das ist Teil 1. Und Teil 2 ist, frage bei jedem Vorwurf, den andere dir machen wollen, ob dieser Vorwurf nicht auch auf die anderen selbst zutreffen könnte. So, und wenn man das zu berücksichtigen versucht und in dieser Form nachdenkt, dann hat man eine Chance, ein besserer Mensch zu werden und soziale Probleme, wenn das alle an sich beachten, besser zu lösen. So. Also auch ohne dieses, was mich stört, ist irgendwie dieses allseitige Gefühl der Niederlage, wenn man mal nicht recht hat. Dann lernt man halt was. Geht mir ja genauso. Ich hätte nie irgendwas gelernt, wenn ich damit nicht leben könnte. Ich habe auch, glaube ich, bis ich mein erstes Abalone-Spiel gewonnen habe, ich glaube 150 Spiele am Stück verloren. Na, und dann verliert man 150 Spiele und irgendwann gewinnt man eins. Das muss man halt lernen. Fertig. So. Das war alles. Also, genau. Das war alles, was mir jetzt noch einfiel. Damit ihr einfach, falls das jetzt tatsächlich alles da so vor sich geht, wie mir das immer wieder mal gezwitschert wird, wobei auch die Vögelchen manchmal rumspinnen, sage ich mal vorsichtig, dass ihr da keine Angst habt. Irgendwie. So, und das war jetzt alles so ungefähr gesagt, damit es mir in die Augen schauen geht, aber es ist mir einfach zu grell, irgendwie immer in den Bildschirm, davon kriege ich noch schlechtere Augen, als ich sowieso schon habe. Gut. Dann danke für die Aufmerksamkeit und ja, der Weg nach Israel geht weiter. Und heute habe ich zum ersten Mal seit langer Zeit, deswegen sehe ich auch, glaube ich, etwas, wer hat gesagt, ich sehe krank aus, deswegen sehe ich auch wieder etwas gesünder aus. Heute habe ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine Sirnitsa gegessen, also eine richtig gute Käsepita. Und ja, das war richtig toll und das hat mich gefreut und das war sehr, sehr, sehr nett. Vielleicht jetzt noch eine bosnische Muslimin als Freundin, das finde ich richtig toll, einschließlich der ganzen Familie, die aber teilweise auch aus Mazedonien stammt, und das finde ich richtig schön. Gut, trifft sich gut. So, tschüss!